Die Onkologie oder Lehre von den Geschwulstkrankheiten ist eine medizinische Wissenschaft, die sich insbesondere mit der Erkrankung Krebs befasst. Sie widmet sich vor allem der Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge von malignen, bösartigen Tumoren. Die Onkologie ist von der interdisziplinären Zusammenarbeit medizinischer Fachrichtungen geprägt. Folgende Fachrichtungen können beispielhaft etwa im Rahmen eines Tumorboards beteiligt sein. Alle chirurgischen Fachdisziplinen: internistische Onkologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Pathologie, Pharmakologie, Psychoonkologie, interventionelle Radiologie, diagnostische radiologische Endoskopie, interventionelle Endoskopie. Bereits in der Antike beschäftigten sich Ärzte mit Tumoren, so wird ein Abschnitt im Papyrus Edwin Smith, ca. 2500 v. Chr., zitiert, der einen Brusttumor beschreibt. Bekannt sind auch die lakonischen Beschreibungen im Corpus Hippocraticum über versteckte Krebse, Carcinoid-Cryptoa, 3, in der Brust und anderen Körperteilen. Diese Schwellungen galten als unheilbar, auch wenn es Versuche gab, sie durch operative Eingriffe zu entfernen. Archigenes 2. Jahrhundert, auch während des Mittelalters konnten die überkommenen pathogenetischen Vorstellungen nicht zu einer erfolgreichen Therapie führen. Erst lange nach Beginn der Aufklärung konnten Forscher wie Henri François Ledran von 1685 bis 1770 in Körpern Verstorbener die wesentlichen Entwicklungsschritte, wenn auch noch nicht die Ursache, von Krebserkrankungen nachvollziehen. Chirurgen wie John Hunter von 1728 bis 1793 erkannten, dass solide Tumoren vor ihrer tödlichen Ausbreitung noch eine gewisse Zeit lang örtlich begrenzt und damit heilbar sind. Chirurgie war im 19. und frühen 20. Jahrhundert die erste Disziplin, die eine stadiengerechte, individuell angepasste Vorgehensweise gegenüber Krebserkrankungen entwickelte, dazu in die Lage versetzt durch Entwicklungen der Asepsis und der Anästhesie, verbunden mit Namen wie William Stuart Halstead, Theodor Billroth, Samson Huntley und vielen weiteren. Eine wesentliche Aufgabe der Chirurgen war damals und ist es noch heute, die örtlich begrenzten 2S größer als operablen Tumoren auszuwählen und nutzlose Eingriffe zu vermeiden. War der Krebs einmal metastasiert, musste man sich auf palliative Behandlungen beschränken. Arbeiten wie die von Stephen Paget brachten subtilere Kenntnisse über die zu erwartende Ausbreitung. Entdeckte man sie dennoch erst während der Operation, so musste man diese unverrichteter Dinge beenden. Bis heute gibt es noch solche diagnostischen Eingriffe, etwa in der Bauchhöhle, explorative Laparotomie. Allerdings werden sie mit der Verbesserung der radiologischen Bildgebung immer seltener. Da zu Beginn nur operierte Patienten überhaupt eine Heilungschance hatten, kam es noch bis in das 20. Jahrhundert zu heroischen, nach heutigem Maßstab unmenschlichen Eingriffen, etwa Halsteads, radikale Mastektomie, bei der auch Brustmuskeln und Rippenteile entfernt wurden. 4. Sie wurden erst verlassen, als die Strahlentherapie und später die Chemotherapie als weitere Säulen der Krebsbehandlung neben der Chirurgie errichtet wurden. Der französische Arzt und Maler Georges Chécoutot, 1907 bei seinem ersten Versuch, einen Brustkrebs zu bestrahlen, als erster Strahlentherapeut der Welt gilt der Wiener Leopold Freund, der 1897 zu veröffentlichen begann und 1908 eine Übersicht seiner Erfahrung mit Röntgenstrahlen gegen Karzinome publizierte. Den physikalischen Entdeckungen auf Schritt und Tritt folgend verbreitete sich zuerst die Behandlung mit Strahlung aus Röntgenröhren, die nur geringe Tiefen erreichte, dann mit natürlichen radioaktiven Proben, meist aus dem von den Curies entdeckten Radium, dann mit künstlichen Radionukliden wie I131 und zuletzt mit hochenergetischer Photonen- und Teilchenstrahlung aus Beschleunigern. Zunächst arbeiteten Radiologen mit allen diesen Verfahren. 1976 machte die zunehmende Differenzierung es notwendig, neue Facharztbezeichnungen für Strahlentherapie, 5, und Nuklearmedizin in der Weiterbildungsordnung einzuführen, die in größeren Krankenhäusern nun gemeinsam die onkologischen Konferenzen besetzen müssen. Etwa jeder zweite Krebspatient wird heute auch, oder nur, mit Strahlentherapie behandelt. Die Chemotherapie begann während des Zweiten Weltkriegs, als im Labor der Yale School of Medicine 1942 zufällig die Wirkung von Senfgas gegen Lymphome, eine Krebserkrankung der blutbildenden Zellen, entdeckt wurde. Nach Kriegsende wurde daraus das erste an Patienten angewendete Zytostatikum Stickstofflost weiterentwickelt. Etwa zur gleichen Zeit gelangen Sidney Farber in Boston die ersten Erfolge gegen Leukämie bei Kindern, mit einem Vorläufer des noch heute eingesetzten Methotrexat. Solche diffusen Krebserkrankungen des Blutes und Knochenmarks waren viel besser durch die Chemotherapie erreichbar als die soliden Tumoren, Brustkrebs, Lungenkrebs etc., und einige davon sind heute sogar heilbar, sodass die herkömmliche Doktrin, jeder Tumor müsse örtlich radikal behandelt werden, nicht länger haltbar blieb.
Die Chemotherapie ist heute die Methode der Wahl gegen Leukämien und Lymphome, und auch bei soliden Tumoren zielt die in Kooperation der genannten Fachgebiete entwickelte Strategie heute darauf ab, die örtliche Begrenzung der Erkrankung, falls sie nicht mehr gegeben ist, durch Chemotherapie wiederherzustellen und damit der örtlichen Strahlenbehandlung und Operation wieder einen Zugang zu geben. Die moderne Chemotherapie verwendet herkömmliche Substanzen, Zytostatika und eine schnell wachsende Zahl von sogenannten Biologicals, also Substanzen, die in die Signalwege der Krebszellen gezielt eingreifen. Die Komplexität dieses Gebietes erforderte 2009 eine eigene Schwerpunktbezeichnung, den Arzt für Hämatologie und internistische Onkologie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.